internationale Automobilausstellung im Beisein des Bundespräsidenten eröffnet. 43 Firmen aus 10 Ländern zeigten motorisierte Wunschträume für große und kleine Leute. Die meine Großvatergeneration oder so kann ich mir schwerlich vorstellen, dass er sein Auto verliehen hätte. Ja, da wurde sonntags halt irgendwie das Auto gewaschen, penibel, gesaugt, poliert. So ein Auto war nicht einfach nur irgendein Fortbewegungsmittel. Es war ein Statussymbol. Aber nicht nur damals, auch heute noch steht so ein Statussymbol rund 23 Stunden pro Tag ungenutzt am Straßenrand. Es kostet mich auch Geld, das sind ja hohe laufende Kosten, das muss man schon sagen. Und wenn ich das verleihen kann, dann ist es einfach eine Win-Win-Situation für beide Parteien. Fabian Lindner teilt sich sein Auto mit Leuten aus der Nachbarschaft. Der monatliche Wertverlust, Steuern und Versicherung, für ihn allein ist das zu teuer. Wenn er seinen Wagen nicht braucht, vermietet er ihn übers Internet. Zum Beispiel an Franziska Obermeier. Die 28-Jährige hat kein eigenes Auto und will auch keins. Denn wer mobil sein will, muss noch lange kein Auto besitzen. Für viele junge Großstädter hat das Auto seine Strahlkraft als Statussymbol verloren. Hallo. Hallo, Franziska. Ich bin Fabian. Hi. Ja, wollen wir gleich zum Auto? Ja. Unkompliziert soll es sein, schnell muss es gehen. Eine spezielle Versicherung macht das Carsharing alltagstauglich. Das Modell hat aber noch andere Vorteile. Ich muss den Großen das Geld nicht in den Rachen werfen, sondern kann das mit meinen Nachbarn ausbaldowern. Und ganz schön, so die Gesichter mal in seinem Kiez dann auch kennenzulernen. Welches Datum ist heute? Der 4. September. Franziska Obermeier und Fabian Lindner gehören zu einer neuen Generation von Konsumenten, die auf nichts verzichten wollen, aber trotzdem nicht alles kaufen. Gut. Also ich glaube, dass Eigentum tatsächlich als Status nicht mehr ganz so wichtig ist, weil wir in einer virtuelleren Gesellschaft leben. Und was in der virtuellen Welt bereits normal ist, erobert jetzt die Realität. Wie die australische Konsumforscherin Rachel Botsman analysiert. Ein Grund ist die neue Generation der Digital Natives, die Generation Y. Sie teilen Dateien, Videospiele, Wissen. Zu teilen ist ihnen in Fleisch und Blut übergegangen. Wir bewegen uns mehr und mehr von einer Ich-Kultur zu einer Wir-Kultur. Dank der sozialen Netzwerke erlebt Teilen und Tauschen, dieses uralte menschliche Verhalten, in der analogen Welt ein unglaubliches Comeback. Das Thema gemeinschaftlicher Konsum, Collaborative Consumption, ist genau in der Zeit mitgewachsen, wo es mehr Internetlösungen gibt, mehr Möglichkeiten zu wissen, was der andere hat. Und gleichzeitig aber auch eine Bereitschaft, mitzuteilen, was ich habe. Also diese Entgrenzung eigentlich hat stattgefunden, ja in der persönlichen Darstellung, aber es geht jetzt immer weiter auch in der Darstellung von Produkten, die ich vielleicht besitze. Die ökonomischen Krisen haben viele Menschen zu neuen Konsumideen inspiriert. Das Berliner Start-up-Unternehmen Friends versteht sich als soziales Netzwerk der Dinge. Mitglieder können sich miteinander vernetzen und Dinge austauschen. Entscheidend ist die örtliche Nähe. Das bedeutet, dass ich beispielsweise auf der Plattform einen Bohrer sehe bei einem Nachbarn und dann in der echten Welt zu dem Nachbarn rüberfahre und mir den Bohrer dort ausleihe. Das heißt, dass in der echten Welt Kontakte entstehen durch die digitale Welt. Eine Bohrmaschine wird insgesamt nur 12 Minuten in ihrem Leben genutzt. Die Anschaffung lohnt sich kaum. Eigentlich will man ja auch keine Bohrmaschine, sondern ein Loch in der Wand. Ich glaube, dass wir in Zukunft stärker darauf Acht geben, dass wir den tatsächlichen Nutzen einer Sache im Fokus haben und nicht so sehr die Sache selbst. Also wir sind natürlich in Zeiten von Fukushima und der Klimaerwärmung sehr, sehr ökologisch geprägt. Das heißt, dass viele Menschen den Wunsch haben, den Hyperkonsum der letzten Jahrzehnte einfach zu überwinden und nachhaltig zu konsumieren. Längst gibt es genug von allem. Es muss nur effizient genutzt werden. Klamotten zum Beispiel. Jährlich schmeißen die Deutschen pro Jahr mehr als 600.000 Tonnen Kleidung weg. Andere tauschen. Mich regt die Geschichte und die Idee eher an, gerade weil es dann nachhaltig ist und jetzt so einen schönen Kreislauf nimmt und nicht tonnenweise wieder irgendwelche Sachen weggeworfen werden. Klamottentauschpartys erleben einen regelrechten Boom. Hier wird nicht nur Kleidung getauscht,
Swap in the City ist ein Event mit Mode, Styling und allem, was Frau sich wünscht. Früher war das Tauschen und Teilen eher was für Hippies und Weltverbesserer. Heute wird es zum Modell selbst für große Konzerne. Dieses Jahr war das durchaus ein Thema im Weltwirtschaftsforum. Also Vorstände haben sich darüber unterhalten, wie gehen wir mit den neuen Trends im Konsum um. Daimler, BMW und VW versuchen mit Carsharing-Projekten ein neues Marktpotenzial zu erschließen. Sie wollen auf den Wandel vorbereitet sein. Das ist dieser Paradigmenwechsel, dass man sagt, okay, man überlegt sich das nochmal neu, was tatsächlich Besitz heißt. Und Besitz kann ja auch heißen, das Besitzen toller sozialer Beziehungen, die miteinander funktionieren und man vertraut sich und man tauscht deswegen Sachen auch aus. Das alte Konsummodell des Kaufens und Wegwerfens scheint am Ende. Tauschen macht Spaß und fördert zwischenmenschliche Kontakte. So lernen die Menschen in der anonymen Großstadt ihre Nachbarn kennen, schonen die Umwelt und ihren Geldbeutel. Ein echtes Konkurrenzmodell.